Ziele. Fangen wir mal an. Fabian Romero, dann ganz neu dabei in Birkenfeld und Stippo Stefanidis. Fabian, ja, du hast schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, deine letzte Saison in der U21. Viel trainiert und dann leider ein bisschen Pech gehabt beim vorletzten Rennen, ne? Genau, leider hat es mich dann in München am zweiten Tag, am Samstag, ein bisschen unglücklich abgelegt, habe mir dabei das Wadenbein gebrochen, bin dann hier nach Hause verlegt worden, ins Krankenhaus, wurde dann operiert und ja, nach 3 Wochen habe ich dann versucht, wieder anfangen zu fahren. Ja, 2 Wochen oder 3 Wochen habe ich jetzt etwas mehr trainiert und ja, jetzt sind wir hier, ne? Jetzt sind wir hier. Wie weit wohnst du weg hier von Dortmund? Eine halbe Stunde, das ist Nähe Soest, ist das. Also, quasi unser lokalster Lokalmatador. Und du hast einen ganz, ganz großen Traum, ne? Das Abendprogramm. Genau, jetzt gerade, weil es jetzt das letzte Jahr ist, wünsche ich mir das natürlich. Wird natürlich nicht einfacher, ne? Die Konkurrenz ist sehr gut. Und ja, hoffen wir mal, dass es dieses Wochenende klappt. Ja, man muss dazu erklären, für die, die nicht so im Thema sind, wir haben in dieser SX2, in der U21, 250er-Klasse, 30 Jungs am Start aus ganz Europa und nur 12 von denen qualifizieren sich über die Trainings- und sogenannte Qualifikationsrennen für die beiden Main-Rennen am Abend. Und wie Fabian schon sagt, das ist wirklich sehr, sehr tough, weil da Jungs bei sind, die ja auch schon ein bisschen mehr Supercross-Erfahrung haben, auch etwas andere Trainingsmöglichkeiten, zum Beispiel die Kollegen aus Frankreich. Wie sieht das bei dir aus? Wo kannst du trainieren? In Soest ja wohl nicht, ne? Nee, ganz genau. Die letzten Wochen hat man noch versucht, in den Osten zu fahren, nach Mattstedt. Da ist es natürlich auch wetterbedingt, ob man da immer fahren kann. Und ein Wochenende dann halt in Frankreich gewesen. Ansonsten sieht es halt echt schwer aus hier in Deutschland. Tja, also harte Bedingungen, aber ihr tut alles für das Thema und wir drücken die Daumen. Machen wir weiter mit Robin. Du erst das zweite Mal dabei überhaupt bei einem Supercross in Deutschland. In Holland bist du schon ein bisschen gefahren. Wo kommst du genau her? Ich komme aus der Nähe von Paderborn. Das ist ungefähr 1,5 Stunden von hier. Und ja, in Holland bin ich schon 3-4 Mal mitgefahren. Und dieses Mal wollte ich mal in Deutschland probieren. Und bis jetzt ja, sieht es für mich ganz gut aus, weil ich mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, erstmal fit zu bleiben das erste Jahr. Und ja, mal sehen, was das noch so bringt dieses Wochenende. Ja, wie gesagt, einmal warst du schon mit dabei, in Chemnitz hat es probiert und hast gesehen, das ist schon ein ziemlich heftiges Level, ne? Ja genau, in Chemnitz war ich für das KTM Tainer Kiff Indoor MX Team unterwegs, auf meiner KTM. Und das ist dann doch ein bisschen anders wie die Husqvarna, weil das Gestell etwas anders ist. Und ich finde es zum Beispiel einfacher, mit der Husqvarna ins Waschbrett zu fahren. Und das ging in Chemnitz überhaupt nicht. Und ja, war halt nicht mein Motorrad das erste Mal auf einem fremden Motorrad gewesen und einfach probiert, heile zu bleiben. Ja. Wie hast du dich vorbereitet auf dieses Wochenende? Gut, vorbereitet in dem Sinne nicht direkt auf das Wochenende. Ich war letzte Woche noch einmal trainieren in Giersleben. Ist halt eine der wenigen Möglichkeiten in Deutschland. Und ja, gut, das Fitnessprogramm läuft jetzt den ganzen Winter über. Und ja. Dein erster Eindruck auf der Strecke? Die Strecke gefällt mir eigentlich ganz gut bis jetzt. Ist halt noch ein bisschen weich und sehr klebrig. Und aber sonst gefällt mir die Strecke sehr gut. Gut. Dann drücken wir ganz kräftig die Daumen, auch dir natürlich, dass es vielleicht einen Tag zumindest schafft. So, Stippo, du warst schon ein paar Mal ganz, ganz, ganz nah dran, ne? Und dann irgendwie so ein bisschen den Touri-Effekt, ne? Die Rübe dicht und weggeschmissen. Ist schon ja, hart. Was soll ich sagen? Gehört auch ein bisschen Glück dabei. Hatte ich leider die letzten Male nicht, aber ich hoffe jetzt das Beste für das Wochenende. Wie weit hast du es hierhin? 70 Kilometer ungefähr. Ja, also die Rheinland-Fraktion genau. Sozusagen hier. Ja, deine Vorbereitung? Ja, meine Vorbereitung war mit dem Diga Proko Suzuki Team. Wir haben ungefähr 2 Monate vorher schon angefangen, waren ein paar Mal in Frankreich trainieren, Nordfrankreich. Ja, das war schon alles. Und jetzt in den letzten Wochen direkt auf Dortmund. Du hattest ja auch so ein bisschen Verletzungspech. Ein bisschen Pech in München, genau. Ich habe Chemnitz versucht zu fahren, hat leider nicht geklappt, habe nach dem ersten Training abgebrochen. Dann habe ich 7 Wochen pausiert und bin letzte Woche 2 Mal in Genk gewesen.
Ja, also zumindest ein bisschen wieder gefahren. Du hast nun einen sehr, sehr starken Teamkollegen in deinem Team, in deiner Klasse, Adrien Malaval. Genau. Inwieweit kann man von so einem Topmann, von so einem Podiumsmann was lernen? Was gibt der weiter? Also ich bin ganz ehrlich, der hat sich jetzt entwickelt. Also wir sind ja zweimal mit ihm gefahren gewesen. Da sah das noch nicht so aus, als wenn er so ein Topfahrer ist. Er hat sich jetzt während der Saison entwickelt und ist jetzt echt stark. Also, der härteste Konkurrent ist der Teamkollege, oder wie das war. Okay, ja, also, ich hoffe mal, dass ich zumindest einen von euch dreien, am liebsten natürlich alle drei, irgendwie im Abendprogramm sehe, aber Geschenke werden hier nicht gemacht, das müsst ihr euch selber erarbeiten. Drei Aufschläge habt ihr, morgen, Samstag und Sonntag, macht das Beste draus, Daumen drücken für unsere Lokalmatadoren in der SX2. Danke, Jungs. Tschüss.